das ist eins deiner Häuschen? Ja, das ist mein Privathaus. Das habe ich letztes Jahr für eine Privatausstellung gemacht. Und das ist meine Haut in Makroaufnahmen zum Haus zusammengefügt. Das ist eine Hand oder was, ne? Das sind Zehennägel. Das ist, glaube ich, Hand. Da sieht man Auge. Ich habe mich ganz viel fotografiert und dann Motive rausgesucht. Ah ja. War ja schon interessant, wie das aussieht, so groß, ne? Ja, genau. Weil ich zuerst ganz andere Assoziationen hatte. Kriegt man da so ein bisschen Schweinehaut oder sowas. Da hast du ja ganz anders dann gearbeitet bei den anderen Häuschen, ne? Was natürlich das, was so am spektakulärsten aussieht, hast du direkt vorne hingestellt, ne? Ja, aber es geht ja auch darum, dass das eine Abfolge ist. Ne? Also das ist meine Haut. In dem Haus hier, da sind eben Berliner und Berliner Motive verarbeitet. Da steckt also insofern ganz viele biografische Aspekte drin. Können wir ja mal rumgehen. Das sind zum Beispiel die Düsenjäger aus Blei, die der Anselm Kiefer gemacht hat. Die stehen in Berlin und die sind aber gemacht aus Leitplatten, die der Kiefer vom Kölner Dom gekauft hat, als das Dach erneuert wurde. Die Arbeit heißt, glaube ich, Engel der Geschichte und spielt da auch Walter Benjamin an. Das finde ich eine ganz intensive Arbeit. Also die kann ich mich sehr mit identifizieren. Und unten, das ist eine Experimentalaufnahme vom Jüdischen Museum in Berlin. Was der Daniel Liebeskind gebaut hat. Das ist das dritte Berliner Motiv. Und zwar ist das rein fotografiert in der Installation von Wolfgang Petrick. Wolfgang Petrick ist ein Berliner Künstler, der mein Lehrer war. Ach so, okay. In Berlin. Also insofern ist das über Kunst und Biografie. Der Berliner Komplex, den ich da reingepackt habe. Und das ist eben Stefan Lochner, das jüngste Gericht. Das ist eines der berühmten Bilder für Köln, ein erzkatholisches Bild. Oben der Himmel und Hölle, Tod und Teufel drauf. Ich bin als Kind ja noch so im Katholizismus groß geworden. Von daher ist das dann auch wieder was Biografisches. Und ich weiß, dass ich also auch letztendlich die Beschäftigung mit Kunst irgendwo ein Stück weit meiner katholischen Kindheit verdanke. Da stehe ich ja nicht alleine. Das ist eben wie eine Experimentalaufnahme vom Kölner Dom. Ich versucht habe, die Westfassade mit den Türmen fotografisch aufzulösen und auch mit den ganzen Touristenmenschen da unten bauen. So ein Kölner Aspekt, wo auch wieder der Katholizismus drin ist. Das ist so die Komposition von dem Haus. Überlagerst du Bilder oder verzerrst du die? Nein, mache ich beides. Aber das ist jetzt eine reine Überlagerung. Und das ist eine Verzerrung, ne? Wenn man so will. Das ne? hier? Ja. Nein, das ist auch Überlagerung. Verzerrung ist dann eigentlich das nächste. Aber das ist einfach drauf gezeichnet, ne? Nein, das sind auch Fotografien. Und zwar habe ich da mit dem Sternlicht gezeichnet. Diese Zeichnungen sind dadurch entstanden, dass ich die geöffnete Kamera in den Sternenhimmel gehalten und bewegt habe. Das ist dann irgendwie sozusagen die Ankunft im Kosmischen. Ne? Also meine Haut, das Köln Berlin mit biografischen Aspekten und das hier eben dann der Bezug zum Kosmischen. Da habe ich eben auch damals drüber nachgedacht, wie ich das eigentlich machen kann. Und das hat mich irgendwann gereizt, weil die Sterne ja der weiteste Raum ist, den wir wahrnehmen können. Die Reduktion, dass das hier so einfach gestrichen wird, die ist nur durch die Übertragung. Nein, überhaupt nicht. Da ist nichts übertragen. Also das hätte ich auch analog aufnehmen können. Das würde so aussehen. Das entsteht einfach, weil ich sozusagen die Sterne als Lichtquelle benutze, um auch die Matrix davon von der Kamera zu zeichnen. Und das hast du in Köln geschafft, dass das so klar ist? Das ist verschieden. Also ich bin eigentlich immer unterwegs, wenn ich irgendwo einen klaren Sternenhimmel finde, dann arbeite ich auch. Also das passiert mir oft, dass ich dann statt zu schlafen fotografiere, ja. Der Sternenhimmel schön ist. Gut. Das geht inzwischen auch in Köln, wirklich. Ne? Das habe ich in der Nähe von München gemacht, das weiß ich zufällig. Ich glaube, das ist in Köln gemacht. Teilweise jetzt wieder Sachen. Das war auch diese Nacht dabei.
wirklich ein ganz schöner Sternenhimmel. Und das habe ich eben jetzt zum Haus zusammengebaut. Und dieses Haus als Symbol ist halt in allen drei Arbeiten drin.